Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. Ja, es geht mal wieder weiter. Ihr habt es bestimmt schon vermisst. Wenn nicht, ist es mir auch egal. Ich werde jetzt mal dieses Herzchen hier holen. Das müsste ja nicht so ein allzu großes Problem sein. Und los geht's. Ah, das war mein Stuhl. Also, hier gehen wir mal links. Links, ja, ich habe nachgeguckt. Links, links, rechts, links. Müsste es sein. Denn ich möchte nicht aussehen auf den Teil kommen. Da sehen die. Naja, egal. Und wir haben ein Hörseil. Was ein Hörseil gefunden? Noch eines und dann haben wir voll. Und das ist das erste Mal für mich, dass ich voll habe. Naja. Gut, und jetzt müssen wir links, links, rechts, rechts. Einfach und speichern und los geht's. Links, links, rechts und noch mal rechts. Ich glaube links, rechts, links, rechts ist einfacher. Verrückt, dass du einfach weggepustet hat. Eigentlich könnte ich ja gleich so machen. Links. Rechts. Links. Rechts. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Du willst wieder drei Masken. Ach, was ich auch noch sagen kann, die Dingsmasken brauchen wir nie auf. So die Verwandlungsmasken da. Tut mir leid, so. Jetzt haben wir mal mehr. Oh mein Gott. Mehr. Oh mein Gott. Und. Hehe, danke schön, du bist nett. Darf ich dir eine Frage stellen? Das einzig wahre. Was mag das wohl sein? Ich frage mich, wenn du das einzig Richtige machst. Macht das wirklich alle zufrieden? Man kann nichts machen, was alle zufrieden macht. Es ist immer so. Auch wenn man das Gutes macht und alle glücklich sein sollten, es könnte sein, dass jemand eifersüchtig ist und schon hat man es versaut. Dann ist immer schon nicht glücklich. Wenn man was alles scheiße macht, dann ist es eben scheiße. Naja. Es ist wie es ist, ne? Gut, dann kannst du mir ja. Ach, schönes Wetter findest du dich auch. Ja, ja. Gib mir Maske an. Jo, ich gebe dir eine Maske. Diese Maske. Und das Teil da. Und das Teil da. Hier hast du eine Maske. Dankeschön, wenn ihr den kennt oder doch nicht. Verstecken, lass uns fangen. Alles gut, ich verstecke mich. Ja. Der braucht nur eine Maske, der ist der netteste. Ja, und logischerweise, weil er der erste Tempel ist, eine Maske braucht, müssen wir hier auch mal ein bisschen auf den zurückgreifen. Der gab es schon eine Weile nicht mehr, glaube ich. Also gut, und hier mit. Jetzt los, schnell, 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 schnell. Und Sprung. Gesichert. Also wir müssen eigentlich dort hinten hin, aber wir wollen zuerst noch das letzte Herzteil holen. Und Sprung! Und Fallen und Treffer. Und wir haben das letzte Herzl gefunden. Der Nägeleister wurde erweitert. Oh mein Gott, wir haben alles. Der Vorteil hier ist, muss nicht, nachdem du das Herzl geholt hast, wieder ganz zurück. Nachteil ist, ihr habt es gesehen, wo sich die schneiden, oder? Und zwar genau da, wo wir landen müssen. Das heißt, sofort wieder rein. Puh. Die Mütze wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen kaputt. Naja, und hier hoch. Rüberfliegen und rüberfliegen. Und runterfallen. Oh nein, jetzt müssen wir die letzte Maske auch noch opfern. Gefunden.
Du hast mich gefunden. Hey, ich brauche Waschkrill. Ja, hier, meine Lieblingswaschkrill. Hehe, danke, du bist nett. Darf ich dir eine Frage stellen? Deine Freunde, was für Leute sind das? Frage mich, diese Leute betrachten sie dich als Freund? Ja. Ich schätze mal ja. So. Wir haben keine Masken mehr, also die. Dieser hier. Ja. Ich glaube, ich schaffe den noch in diesem Part. Den Endboss. Das heißt, dieser Part wird der letzte Part sein. Also, ich schneide das Intro und sowas weg. Also, das Intro. Ending. Ein bisschen so. Alle sind jetzt fort. Möchtest du mit mir spielen? Ja. Du hast nicht so viel ein paar Masken übrig? Nö. Gut, dann machen wir halt etwas anderes. Lass uns Räuber und Gendarmen spielen. Genau, das spielen wir. Und wir erhalten die, du hast das Gesicht der Krimin-Gottheit erhalten. Kann es sein, dass die dunklen Mächte, die diese Maske schlummern, noch verheerender sind als Majora's selbst? Drücke C und wieder raus, bla bla bla. Bist du bereit? Du bist der böse Räuber und weil du böse bist, musst du davonlaufen. Prima, oder? Gut. Spielen wir. Also spielen wir. Und zwar werde ich jetzt den erste Phase, ja, das habe ich schon verraten, die erste Phase, es gibt mehrere Phasen, werde ich jetzt mit dieser Maske hier machen. Und die anderen dann ohne, da ich die Maske zeigen will, aber nicht den Endboss versauen will. Ja, jetzt bist du da. Groß Link, der hat die Stimme von dem Erwachsenen Link von Ocarina of Time. Finde ich genial. Ja, und diese Dingens hier gehen jetzt an diese Wände hier. Aber die falsche Reihenfolge. Sehr schön gemacht. Und oh mein Gott. Und er muss natürlich irgendwie sowas da hinten bekommen. Weiß nicht, sind das Tentakel oder sollte das Pokémon sein? Naja, egal. Diesen Typen hier kann man auch ohne die Maske der griechischen Gottheit töten, indem man, ich zeig's auch mal kurz, hinter ihm ist und sobald man hinter ihm ist, kann man mit dem Pfeil angreifen. Nachdem man ihm einen bestimmten Schaden gemacht hat, kommen die raus und beschießen einen. Die kann man einfach mit den Pfeilen abschießen und dann sind sie tot. Aber ich werde die logischerweise jetzt einfach mal mit dem Teil. Hallo, also mal. Ach ja, und wir brauchen immer Energie für diesen Schuss. Gut so. Jetzt Phase 2, das heißt, ich nehme die Maske weg, weil, ja, sonst wäre es ein bisschen zu einfach. Und Phase 2 ist die witzigste. Oh mein Gott, ein Bein. Noch ein Bein. Ein Arm, noch ein Arm. Ein kleiner Kopf. Trust Inkarnation. Ja, der ist einfach verrückt. Aber eben, jetzt könnten wir den einfach wieder mit dem normalen Angriff zuballen. Ja, und auch wenn man dieses Riesenschwert nimmt, ist, dass man nicht angreifen kann. Ja. Also nicht verteidigen kann. So, angreifen kann man mit dem sehr gut. Ja, und ihr seht ja, der ist verrückt. Und ich muss wieder ein bisschen konzentrieren. Stirb einfach. Der einzige Angriff, der eigentlich macht, ist eben dieser schnelle Schuss. Kommst du mal in die Nähe? Ich hab eine Idee. Dieser hier könnte noch gut bis überlaufen. Und ach verdammt. Sprung.
Stufe 2 abgeschlossen, jetzt kommt die schlimmste Stufe 3. Er kriegt Muskis. Richtige Muskeln. Oh mein Gott. Und sein Kopf ist jetzt auch noch viel brutaler. Und er heißt jetzt Majora's Magier, oder? Ja, ja, verrückt ist er ein bisschen geblieben. Was man irgendwie mit dem schon wieder angegriffen hat. Ah! Kannst du aufhören, du kannst deine Hose durch. Autsch. Autschi. Autschi. Ach, kannst du nicht einfach mal... Autsch. Ah, ich konnte nicht mal... Glaube ich nicht so schlau, dass man diesen noch nicht geht. Jetzt brauche ich die Hasen oben. Autsch. Gut, den habe ich jetzt nicht gut auf. Boah, wie hat man den schon wieder besiegt? Ich hab's vergessen. Ach. Cool. Ausmal sterben. Jetzt wisst ihr vielleicht warum, wir könnten uns einfach aus der Entfernung angreifen, das ist langweilig. Aber es müsste einfach bald mal tot sein. Genial. Dieser Angriff ist schlimm. Du kannst nichts mehr machen. Oh. Gut, wir haben ihn vernichtet. Wir sind schon 14 Minuten am Aufnehmen. Ach, egal, doch mach mal. Gibt es wieder halt eben ein bisschen länger, aber. Es ist einfach nur das Ending und das Fazit und so, ja, ja. Und ich habe Hunger. Ja, es löst er sich auf. Mein Gott. Und somit. Wäre das Spiel zu Ende.
nur der Mond muss sich auf aus. Ich habe diese Welt hier kann nur mehr genial. Ach ne, der geht hoch. Oder ist er sich jetzt aufgelöst oder ist er jetzt hochgegangen? Ach, keine Ahnung. Und die hier geblieben sind. So schön. Und das Nordlicht ist auch irgendwie hier gelandet. Und das Osterlicht. Ja, das haben mehrere Namen. Oh, das ist ein Regenbogen. Ich lachte, weil er recht hatte, dass die Welt nicht untergeht. Dabei ist die Sonne vielmal schon untergegangen. Oder hätte untergehen können. Dämmerung eines neuen Tages. Badadada. Epona. Ah, er ist wach. Die Riesen. Die Giganten. Ah. Doshin. Vier Doshins. Ihr habt mich also nicht vergessen. Oh, ich kann einfach keine zurückere Stimme nachmachen. Ihr seht mich immer noch als euren Freund. Erstmal dachte ich, er hätte Angst. Dabei ist er einfach nur traurig. Für das, was er getan hat. Ich hoffe, man hört nicht meinen Magen knurren. Und somit ist ein grandioses Spiel zu Ende. Schon 17 Minuten, ne? Fast 18 Minuten. Hast du mich gerettet? Ich dachte, sie wollen nicht mehr mit mir befreundet sein. Aber sie haben mich nicht vergessen. Es ist schön, Freunde zu haben. Hehe. Ob wir wohl auch Freunde sein können? Ich hasse dich, stirb! Hehe. Du hast den gleichen Geruch an dir, wie das Fähnchen in den Wäldern, das mir damals dieses Liegeweih gebracht hat. Ich weiß. Lass uns etwas tun. Oh, das Böse hat also von der Maske abgelassen. Ich habe einfach keine Ahnung, was die Stimme noch geben soll. Nun, zumindest habe ich sie wieder. Wenn ich ja nur auf der Suchreise befinde, muss ich euch nun lebewohl sagen. Ich habe das Gefühl, er ist traurig, dass es nicht mehr böse ist. Na egal. Sollst du jetzt nicht auch nach Hause gehen? Wann immer sich Leute treffen, folgt ihm auch irgendwann ein Abschied. Aber dieser Abschied muss nicht für immer sein. Da oben sieht man die Mario-Maske. Es liegt an dir, die Zeit eines Wiedersehens zu bestimmen. Nun denn, du erlaubst. Seht ihr die Mario-Maske? Oh mein Gott. Aber es ist dir gelungen, viele Leute glücklich zu machen. Jene Masken, die du bei dir hast, sind von Freude erfüllt. Von ehrlicher, wahrer Freude. Das ist wahr. Wir haben beide gefunden, wonach wir gesucht haben. Hier trennen sich wohl unsere Wege, nicht wahr? Weißt du, für mich war es eine sehr schöne Zeit. Bald wird der Karneval beginnen. Warum gehst du nicht einfach und kümmerst dich um deinen Kram? Wir haben auf jeden Fall den Karneval vor uns. Haha, nett.
Ach ja, wegen dem Lied beibringen, was Toroki da gesagt hat, das war wahrscheinlich von der Queen of Time. Sadie! Sie ist traurig. Danke. Oh, das will man sie trösten. Feuerwerk. Und somit beginnt das Ending. Man kann den Controller jetzt weglegen. Ach, so schön. Einfach den Controller weglegen, das Ending genießen und Fazit abgeben. Ja, na klar. Zählt auch. Majora's Mask und Queen of Time sind beide Top-Favoriten von, ja, einfach die besten Spiele, kann man sagen. Da kann man wirklich nichts daran aussetzen, dass die. Also, wer sagt, dass die Zelda-Liste hier schlecht sind, auf den verstehe ich nicht. Okay, also mir gefällt es. Einem gefällt dieses Zeugsel nicht mit dem Kampf und so und den Items sammeln, aber sonst sollte da eigentlich. Ja. Es ist eines der besten Spiele für mich. Aber Ocarina of Time gefällt mir ein bisschen besser, da ich die drei Target-Zeugsel nicht so gerne habe, da man alles so planen muss und so. Wenn man das machen will, dann muss ich sagen, so am ersten Tag mache ich das, am zweiten Tag das, am dritten Tag das. Dann kann man Ocarina of Time einfach irgendwann mal was machen und so. Das gefällt mir besser. Ja. So ist natürlich eines der besten Spiele. Und durch, dass man die Zeit langsam machen kann, ist auch nicht so ein großes Problem, aber. Ja, ich weiß nicht, wie viel mal ich die Zeit zurückspulen musste, weil ich was vergessen habe. Ja, schließlich habe ich es ja geschafft, alle Herzteile zu sammeln, das ist was Schönes. Aber was ich noch sagen kann, hier beim Ending, vielleicht, falls ihr nicht alle Masken habt, dann werdet ihr an manchen Stellen einfach die Maske sehen, die ihr nicht habt, und nicht die Situation so, wie sie ist. Ja. Und hier die zwei Typen, die informieren. Ja, eben, das ist ein grandioses Spiel. Und so. Und ja. Die neueren, finde ich, sind nicht gerade so auf dem Niveau von den alten. Ich weiß nicht warum. Man könnte jetzt auch wieder sagen, na, du bist ja so ein Retro-Freak und so. Aber nee, Skyward Sword hat mir sehr gefallen, aber die Geschichte von Skyward Sword war für mich einfach ein bisschen schlecht. Das Kampfverführer war grandios, also mit der Steuerung, wie man schlagen muss und so, das fand ich genial. Aber die Geschichten so, nee. Und ja, hier wäre jetzt wahrscheinlich die Maske von dem Tensor da. Ja, und ja, Skyward Sword, Twilight Princess war auch sehr gut, gefiel mir sehr, aber die Wolf. Das Wolfszeugsel hat mir dort auch nicht so gefallen. Naja, ich war nicht gerne Wolf. Und so. Oh mein Gott, sie ist gut. Und hier haben wir nochmal. Hier ist wahrscheinlich die Bombenmaske. Ist doch seine Oma, oder nicht? Oder seine Mutter. Oh, der mit seinen Kindern, die groß sind. Warum ist er immer noch so traurig? Seine Kinder sind doch groß. Ach ja, der Typ mit seiner Tränenmaske. Da kriegen wir einen Preis noch los hier in der Bar, glaube ich. Hier noch ein paar Leute. Ach ja. Der Typ. Und einfach ist alles so glücklich ist und so. Doch wir sind einfach weggegangen. Einfach so. Warum wohnen die hier oben? Wenn ich die wäre, würde ich auch in die Stadt gehen. Ist das überhaupt eine Stadt? Auch keine Ahnung.
Ja, und jetzt kommt die Hochzeit. Oh mein Gott, ich habe einen 1 Sekunden Spoiler gegeben. Ich spoilere gerne. Nein, eigentlich nicht, ich hasse Spoiler. Das heißt ja immer, wenn... Was du nicht willst, dass man dir zu, das füge auch einem anderen zu, ne? Das ist bei mir beim Spoilern auch so. Ich werde nicht gerne gespoilert, also spoil ich auch nicht andere. Außer also, sie wollen es unbedingt. Was ich eigentlich nicht unbedingt verstehe. Außer also, sie wollen das vielleicht nicht sehen. Ach ja. Ach ja, da gibt es ein paar Gerüchte, die sagen, dass das... Er sagt ja, dass sein Sohn... irgendwie weggegangen ist und so. Es gibt Gerüchte, die sagen, dass das sein Sohn ist. Also, ich weiß nicht, ob es bestätigt, ich glaube nicht, aber diese Szene hier sagt doch mehr aus, ne? Naja, und hier sind wir so im Wald. Super Mario Club. Hm. Ja, ja. Und er geht langsam weiter. Und jetzt schneller. Ja, ja. Und hier. Er kann einfach nicht zeichnen. Naja, okay, so schlecht ist es nicht, aber... könnte besser sein. Schleichwerbung. Ja, das war gerade von Queen of Time logischerweise. Sollte man eigentlich kennen. Naja, das war das Ende. Und somit wäre dieses Let's Play jetzt ganz fertig. Naja, es hat mir Spaß gemacht. Dann sage ich ciao und wir sehen uns bei den anderen Let's Plays. Bye.